Ich habe mein Auto ein bisschen aufgepimpt. Zumindest optisch ein bisschen aufgepimpt. Diese großen weißen Flächen, die haben mir nicht mehr so gefallen. Und darum habe ich mich für Dekorfolien entschieden. Mein Herz schlägt für die Berge. Ich liebe die Berge. Und was liegt da näher, als Bergmotive dafür auszuwählen? Und nach dem Intro geht's dann zum Bergfilm. Und wenn du willst, komm doch einfach mit. Nach einer problemlosen Anreise beziehen wir unsere reservierte Parzelle auf dem Campingplatz Brunnen. Als wir uns eingerichtet haben, gehen wir zum Seeufer und sind baß erstaunt. Den Forgensee haben wir doch viel größer in Erinnerung. Was ist denn hier passiert? Dem müssen wir aber auf den Grund gehen. Wir haben uns vorgenommen, einen Relaxurlaub zu machen. Alles schön mit der Ruhe, ohne große und anstrengende Unternehmungen. Wir beginnen mit einem Spaziergang. Vorbei an einer malerischen Kirche inmitten von saftigen Wiesen. Die Kirche St. Koloman steht in der Nähe von Schwangau. Im August 1495 wurde sie durch Johann von Augsburg geweiht. Die Kirche ist dem heiligen Koloman gewidmet. Der heilige Koloman wird vor allem als Schutzpatron bei Krankheiten von Mensch und Vieh verehrt. 1633, 1634 wütete die Pest in Schwangau. Sie befiel fast das ganze Dorf. Die Toten wurden bei der St. Kolomans Kapelle bestattet. Wir wandern weiter zur Talstation der Tegelbergbahn. Sie bringt uns fast 1000 Höhenmeter hinauf. Der Blick ist stets auf Schloss Neuschwanstein gerichtet. Auf dem Gipfel angekommen, genießen wir die Aussicht und beobachten die Gleitschirmflieger bei ihren Starts. Auch Tandemflüge kann man hier buchen. Ein berauschendes Gefühl, nur an dünnen Schnüren zu hängen und die Landschaft unter sich weggleiten zu lassen. Wir kommen nach Füssen. Der Lech durchfließt die Stadt und bildet den Hauptzufluss für den Forgensee.
und der führt in diesem trocken, heißen Sommer wenig Wasser. Ist das vielleicht der Grund dafür, dass der Forgensee trocken ist? Wir finden die Pfarrkirche St. Mang. Mang ist eine im Allgäu gebräuchliche Abkürzung für Magnus. Er wird heute besonders als der Patron des Allgäus und der Städte Füssen und Kempten verehrt. Wie alle bayerischen Kirchen ist auch die Stadtpfarrkirche überschwänglich bemalt. An der Decke befinden sich zahlreiche Fresken mit Szenen aus dem Leben des heiligen Magnus. Weitere beeindruckende sakrale Gegenstände sind zu bewundern. Direkt nebenan steht auf einem Hügel das Hohe Schloss. Als einstige Sommerresidenz der Fürstbischöfe von Augsburg beherrscht das Hohe Schloss das Stadtbild Füssens. Es zählt zu den bedeutendsten Profanbauten der deutschen Spätgotik. Aber bei diesen hohen Temperaturen haben wir keine Lust, da hochzustapfen. Da hält man sich doch lieber an den kühlen Nass der Brunnen auf. Aber die Bayern haben heute wohl keinen ausreichenden Druck am Rohr. Eigentlich drehen sich alle diese Granitköpfe. Wir bummeln noch ein bisschen durch die Fußgängerzone und gönnen uns eine Erfrischung. Was wäre das Allgäu ohne Wanderung? Der Sessellift bringt uns hinauf zum Buchenberg. Über gut ausgebaute Wirtschaftswege laufen wir nach Südwesten. Irgendwann gelangen wir zum Mühlberger Elbele. Hier tut eine Rast gut. Weiter geht's. Die Drehhütte ist das nächste Ziel. Hier wird sich gestärkt. Und alsbald laufen wir zum Campingplatz zurück. Auch mit dem Auto unternehmen wir Ausflüge. Wie heute zum Schloss Linderhof. Bereits 1868 hatte König Ludwig II. Die ersten Ideen zu Linderhof. Vor dem Spiegelsaal des Schlosses wurde ein großes Wasserbecken mit einer etwa 25 Meter hohen Fontäne angelegt. Nach Süden schließen drei Terrassengärten die Gartenanlage ab. Der Märchenkönig hatte immer hochfliegende Pläne. Er wollte hier eine Gartenanlage nach Versailler Vorbild erbauen lassen. Doch die von Karl von Effner in einem ersten Plan entworfene verkleinerte Version
Der Versailler Gärtenanlage konnte aufgrund ihrer Größenausdehnung in diesem engen Tal nicht ausgeführt werden. Genieß mit mir die Bilder der Anlage. Oben steht ein Rundtempel. Wir wollen uns auch ein wenig sportlich betätigen. Mit den Fahrrädern unternehmen wir Ausflüge in die nähere Umgebung. Hier zum Beispiel bei einer Runde um den ausgetrockneten Vogelsee. Und hier finden wir auch die Ursache für das fehlende Wasser. Die Staumauer bei Rosshaupten muss repariert werden. Daher kann im See auch nicht viel Wasser sein. Ein immenser Schaden für den Tourismus rund um den See. Bei einer Pause wundern wir uns, dass der Seeboden so schnell wieder von Pionierpflanzen bewachsen wird. Wir haben das Motorrad wieder mit. Einige Ausflüge nach Tirol fahren wir über schön geschwungene Talstraßen und über herrliche Pässe. An einigen schönen Orten legen wir Zwischenstopps ein. So haben wir ganz schnell einige hundert Kilometer mehr auf dem Tacho. Vielleicht könnt ihr ja jetzt verstehen, warum wir so gerne mit dem Wohnwagen unterwegs sind. Denn mal ehrlich, unsere Erde ist doch viel zu schön, um einfach so über sie wegzufliegen. So, und wenn euch mein Film gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und falls noch nicht geschehen, abonniert meinen Kanal da unten und aktiviert auch das Klingelchen. Und ihr werdet sofort informiert, wenn es Neuigkeiten gibt. Ich sag mal, tschüss.